Die Hansestadt Lübeck, der Austragungsort für die deutsche Meisterschaft im Straßenfußball. 20 Mannschaften kämpfen um den Titel, ein Turnier mit Tradition. Mit Anschluss EV machen wir seit 2006 eine deutsche Meisterschaft, die jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfindet. Und dieses Jahr sind wir eben in Lübeck und seit diesem Jahr haben wir auch für unser Hamburger Projekt eine Förderung durch Care Energy und den Hamburger Weg. Also der Hamburger Weg unterstützt das Ganze, was wir eben regional auch verbreiten und stärken wollen in Hamburg. Deutschlandweit wird sozial benachteiligten Menschen der Zugang zum Sport ermöglicht. Die Veranstaltung verbindet. Im Fußball gibt es keine gesellschaftlichen Barrieren. Dass da sowas überhaupt zustande kommen kann, ist, finde ich, allein schon toll. Hier mit dem Essen, mit der Verpflegung. Allgemein das alles hier aufzubauen, die Musik, das kostet ja alles irgendwo Geld. Und dass man das für Leute macht, die nicht so viel Kohle haben, finde ich auf jeden Fall ganz stark. Sehr, sehr gut. Und auf jeden Fall, das Turnier macht richtig Spaß. Cool, alles locker, Leute sind sympathisch. Top, top, also top Veranstaltung, gefällt mir sehr. Fairplay, Torhunger und vor allem Spielfreude stehen im Vordergrund. 14 Minuten Spieldauer pro Partie. Der Zweck der Veranstaltung für alle Beteiligten klar. Ja, ich finde das eine super Sache. Es ist ja eine sozial engagierte Sache hier. Also viele Leute, die obdachlos sind oder in Wohnungsnot sind. Und das gibt den Leuten hier das Gefühl, auch mal irgendwie mittendrin zu stecken. Passend zum Event auch das Wetter. Blauer Himmel und Sonnenstrahlen. Die besten Voraussetzungen für ein Fußballfest. Wir sind mitten auf dem Rathausmarkt in Lübeck und alle Gäste, Touristen, Zuschauer, Einkäufer schlendern hier vorbei und freuen sich. Die Teams freuen sich sowieso, weil gutes Wetter ist und es echt auch sehr faire Spiele gibt. Also wir sind völlig zufrieden. Ich habe es aus der Zeitung gelesen und ich finde das toll. Das da erfahren. Dann haben wir gedacht, kommen wir mal her und gucken uns das an. Ich finde das super. Super auch die Stimmung beim Gewinnerteam Jugend hilft Jugend aus Hamburg, die den Titel ausgiebig feiern. Jubeln für eine gute Sache, die natürlich weitergeführt wird. Auch im kommenden Jahr wird die deutsche Meisterschaft im Straßenfußball ausgespielt, dann in einer anderen Stadt.